Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Colosseum, dem besten Spiel, das jemals erschienen ist. Tut mir leid, die Benutzung dieses Aufzugs ist leider verboten. Gut zu wissen. Ich wollte ihn nämlich gerade benutzen. Funpi und Knackleon. Das sieht, ist eigentlich gut für Lorblatt. Ich probiere mal Rasierblatt. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht in Furio-Modus verfällt. Oh, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Sandgrab ist natürlich nicht so nice. Bitte Lorblatt. Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass sich mein Lorblatt wieder zurückverwandelt. Aber es ist besser geworden. Vielleicht kann man die Pokémon nicht leveln. Ich kenne mich halt null mit dem Spiel aus. Das ist ziemlicher Nachteil. Unglaublich. Aber die Benutzung dieses Aufzuges ist trotzdem verboten. Ein Aufzug ins Untergeschoss. Die Tür ist abgeschlossen. Coolparktive M. Da brauche ich jetzt wahrscheinlich den Schlüssel. Aber der kommt, den kriege ich anscheinend erst später. Ja, ich kämpfe erstmal gegen den. Hi. Hehe, meine Pokémon warten auf eine Gelegenheit loszuschlagen. Rockerlist. Mhm. Oh, da ist wahrscheinlich ein Krypto-Pokémon dabei. Oder? Nee. Vielleicht kommt es noch, ich weiß es gerade nicht. Nö, ist kein Zufall. Ein Rasierblatt hilft natürlich. Ist irgendwie nice. Ich glaube, ich werde wieder nach Tara vor Lorblatt tun. Weil Lorblatt keine Level aufsteigt. Wahrscheinlich ist das so bei den Krypto-Pokémon. Sind ja im Endeffekt nur verschwendete Erfahrungspunkte. Das darf doch nicht wahr sein. Ist es aber. So. Meine Pokémon haben noch lange nicht genug für. Aber für euch dieses Mal verschone ich. Tausch. Nice. Hier stehen so einige Typen rum. Welch eine Unverschämtheit. Ungewöhnlich gewöhnliche Pokémon. Ungewöhnlich gewöhnlich. Das ist schon ein gutes Wort oder so. Guter Wortgruppe natürlich. Man muss ja immer alles korrekt sagen. Biss und Konfusion. Äußerst spannend. Superschall. Das könnte gefährlich werden. Oh, Verwirrung hat überlebt. Das war's dann wohl mit dir. Bam.
Notfall, Notfall. Was muss ich das sehen? Ungewöhnlich gewöhnliche Pokémon. Was ist hier drin los? Darf ich hier durch, bitte? Ah, da ist das Pokémon. Wacht auf, meine süßen Pokémon. Hier kommt eure köstliche Beute. Seltsamer Laden. Wird man hier nichts verkaufen. Nachtara und Psyana. Finde ich übrigens beide sehr cool. Nachtara finde ich aber cooler. Sieht einfach besser aus. Diese leuchtenden Ringe da finde ich sehr passend. Im Schwarz. Der Shiny-Version sieht dazwischen um einiges besser aus. Da hat sie auch gelbe Augen anstatt roter. X, meine süßen Pokémon. Rapper, du hast meine Pokémon verärgert. Hier ist wahrscheinlich Blüssel drin. Blüssel. Nein, von Superwelle. Ja. Also Blüssel sieht anders aus. Du bist wie ein Käfer-Pokémon, das vom Licht angezogen wird. Aber meine Pokémon sind das Licht. Werde ich jetzt von den Pokémon angezogen oder wie? Ach ja, der Elektro-Pokémon. Elektro-Pokémon finde ich auch cool. Elektro und Unlicht sind eigentlich meine beiden Lieblingstypen. Soweit ich weiß, gibt es gar kein Elektro- und Licht-Pokémon. Ich vergesse jetzt bestimmt irgendwas, aber mir fällt jetzt spontan keins ein. Könnte man ja nachgucken. Die Betonung liegt auf könnte. Aber Elektro-Unlicht fällt mir nichts ein. Ach komm, nerv nicht. Was? Konfustrahl. Ja, gegenüber Verhöhner ist es natürlich besser. Keine Ahnung, es gibt so Attacken. Waren meine Pokémon etwa nicht stark genug, seufzt? Gibt so Attacken, da weiß man einfach nicht, was sollen. Ja, genau. Ja, ja. Zack. Okay, gut zu wissen. Das wollte ich unbedingt noch abgecheckt haben. Wahrscheinlich ist das dann der Rückweg. So, jetzt kann ich wieder normal mit normaler Geschwindigkeit laufen. Achtung, es geht los. Du bist erledigt. Das klopft auch nur du. Dodo und Ladybar. Vielleicht gibt es eine Alola-Form von Dodo. Mit einem Kopf. Ist ja eigentlich lustig. Dodo mit drei Köpfen und dann Dodri mit vier Köpfen. Irgendwie erinnert mich Dodo an dieses Schaf. Das irgendwie drei Köpfe oder so hatte. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber. Ist das nicht Molly? Keine Ahnung, es war irgend so ein gescheiterter Genversuch. Also gescheitert mehr oder weniger, es hat geklappt, aber es ist ja jetzt nicht wirklich was Gesundes rausgekommen.
Aber Klon ist halt schon ein bisschen. Ich denke, Klon ist die Zukunft. Du, ich besiegt. Klonen ist die Wissenschaft der Zukunft. Das kann man so festhalten. Mit einem Krypto-Pokémon hätte ich dich locker besiegt. Ja, ich dich auch. Meine Pokémon sind echte Champions. Komm und überzeug dich selbst. Ich finde aber, Klonen sollte man nicht wirklich auf Menschen anwenden. Außer natürlich, man müsste sich irgendwie Sklaven erschaffen. Dann finde ich das legitim. Zählt es dann eigentlich als Mensch oder als Mensch 2? So, der Typ ist schon mal kein Problem für mich gewesen. Was unmöglich? Ja, ja. Na, meine Pokémon haben ganz schön was auf dem Kasten. Jetzt müssen sie nur noch gewinnen. So. Was ist hier drin? Kann man hier irgendwas aussammeln? Im Regal stehen ziemlich komplizierte Fachbücher. Oh, das ist anscheinend. Ne, das ist nicht die Queen, das ist der andere Typ. Wie hieß der? Keine Ahnung. Auch in einer Bruchbude wie dieser können meine Pokémon voller Schönheit und Anmut tanzen. Jetzt ist bestimmt ein Rosana. Nein, glaube ich kaum, aber. Sepa und Myrapler. Ich mache einfach wieder die gleiche Taktik. Die Kämpfe sind irgendwie nichts Besonderes. Irgendwie passiert hier überhaupt nichts. Ich will aber unbedingt wissen, wie es mit der Story weitergeht. Was genau jetzt Slam da angestellt hat. Wer auch nur das ist. Zack. Jetzt noch Myrapler. Ach, das zieht nicht mal im Ansatz so viel ab, wie es eigentlich abziehen könnte. Beziehungsweise sollte. Konfusion reicht jetzt bestimmt wieder. Yep. Tanzen allein reicht wohl nicht zum Sieg. Meine Pokémon, so ein trauriges Ende. Ich traue mich nicht da reinzugehen. Scheint niemand Besonderes zu sein. Aber er sieht so aus. Naja, egal. Du kommst extra hierher, nur um dich zu besiegen zu lassen? Erfasst. Ach, es ist nur ein normaler Bodybuilder. Ich will nicht wissen, wie lange die Kämpfe dauern würden, wenn ich schon speede. Zack. Zack. Tuska ist schon mal besiegt. Zack, 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 zack. Und das war's damit, Tintacher. So, was hast du zu sagen? Was soll das? Jetzt bin ich. Ja, die besiegte? Ach so, das ist ein Vor. Oh.
Uiuiui, ich bin besiegt. Welchen toten Winkel hast du nur ausgenutzt? Gibt es mehrere tote Winkel? Es gibt ja verschiedene Arten irgendwie. Seltsam. Ich verstehe es doch einfach nur nicht. Es würde viel mehr Sinn ergeben. Also man kann es auch so sehen, rechts und links ein toter Winkel, aber 'm Prinzip her, wenn man sich dreht, hat man keinen toten Winkel oder so. Vielleicht sollte ich einfach nicht darüber nachdenken. Bitte lass mich durch. Zack und zack. Zack. Was liegt hier eigentlich auf dem Boden rum? Sind das Dosen? Eine Tastatur? Ein Drucker oder so? Ach, das sind die Dosen aus dem. Der Automat ist außer Betrieb. Aus dem Automat. Automaten. Aus dem Auto. Gute Frage. Hier geht's rein. Nein! Ich da rein. Was hast du zu sagen? Wir haben vorhin einen Eindringling geschnappt. Geh vielleicht zurück ins Gebäude und helf den anderen. Ja, genau, doch. Mann. Oh, wen haben wir denn hier? Du gehörst doch zu Grant und seinen Leuten, oder? Das fällt dir nur ein, kannst du allein, ganz allein hierher zu kommen, du kleines Dummerschen. Wo ist die Queen? Ich mach ihn fertig. Du machst ihn fertig? Sieh mal an, wie fertig du selbst bist. Das ist ja lächerlich. Irgendwann vertreibe ich euch Gesindel bestimmt aus der Stadt. Kjaha, du nimmst den Mund ja ziemlich voll. Müssen wir dein Pokémon etwa auch als Geisel nehmen? Genau wie das von Grant? Wirst du vorher keine Ruhe geben? Was? Was sagst du da? Ach, das ist Slam. Okay, zu meiner Verteidigung, ich habe den Typen vorher noch nie gesehen. Nanu, heute haben wir ja richtig viel Besuch, was? Da müssen wir uns auch ein wenig um unsere Gäste kümmern. Den Kampf werde ich jetzt aber nicht austragen. Also bis zur nächsten Folge.